Herzlich willkommen zurück hier bei mir zu dem neuen Titel Insurmountable, dem neuen Adventure Rouge League aus dem Hause Byte Rockers, einem Berliner Entwicklerstudio. Ja, ich freue mich, dass du wieder bei mir gelandet bist. Solltest du neu sein, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Hier werden immer die neuesten Games getestet. Querbeet durch alle Genres. So, wir machen genau da weiter, wo wir stehen geblieben sind. Wir sind jetzt schon auf einer Höhe von 4.928 Metern, sind gerade in der Nacht, unschwer zu erkennen. Stehen hier einsam und verlassen auf einem Hügel rum. Ja, und schauen uns erstmal das nächste Event an. Jetzt schaue ich gerade mal bloß kurz, was am cleversten wäre, um da hinzukommen. Dann schickt er uns auch wieder darüber. Ja, hier brauchen wir dann Tatsache wieder unser Event. Aber da würde ich ganz ehrlich sagen, come on, da machen wir hier eine Rast. Ist auch schon Gefahr. Wir gehen erstmal wieder runter. Weil meine Fähigkeit, um diese Gefahrenstellen einfach zu ignorieren, die lädt gerade noch auf. Aber schaut mal, wir können uns auch hier drüben rantasten. Ja, in der Nacht sieht man halt weniger, ne? Deutlich weniger. So, hier ist auf jeden Fall eine Gefahrenstelle. Das sehe ich schon am... Hier aber nicht. Also nehmen wir den Umweg. Seht ihr, da konnten wir, kamen wir auch so an den Point dran. Ist doch optimal. So, was erwartet uns denn hier? Aus einer Ecke hörst du ein leises Fiepsen. Du schaust noch und entdeckst einen Schneehasen, kauernd in einer Feldspalte. Da er zitternd liegen bleibt, als du dich ihm näherst, vermutest du, dass er sich verletzt hat. Ja, das könnte Tatsache sein, wa? Was machen wir denn jetzt? Helfen wir dem Hasen? Ach komm, wir haben so viele Kräuter bei. Wir helfen mal dem Hasen. Damit werden wir wahrscheinlich unser Karma ein wenig verbessern. Ja, sage ich ja, beziehungsweise wir haben wieder an geistiger Kraft gewonnen. Nehmen wir einfach mit und haben gleich noch ein Level-Up dazu, weil wir hier nämlich XP gewonnen haben. Atemübung. Investiere etwas Körpertemperatur, um Sauerstoff wiederherzustellen. Das ist mal gar nicht verkehrt. Verhindert kritische Events 6 Stunden lang. Na, was zählt jetzt zu kritischen Events? Sind das die mit den Ausrufezeichen? Das ist die Frage. Stark verringerte Energiekosten auf allen Terrains. Ist das eine passive Fähigkeit? Ach, schwer zu sagen, aber ich würde mich tatsächlich hier für den Sauerstoff entscheiden. Wie viel verlieren wir denn hier an? 25, ja, das ist schon ordentlich, ne? Dafür, dass wir dann gerade mal 10 Einheiten Sauerstoff erhalten, ist das schon heftig. Können wir da irgendwie anders hinkommen? Ja, können wir. Das ist zwar der Energieaufwand etwas höher, aber wir gehen jetzt einfach den Umweg. Seht ihr, also es macht manchmal wirklich Sinn, hier kleinere Umwege zu klettern, um einfach solche Gefahrenstellen wie hier auf diesem Terrain, das ist nämlich ein anderes Terrain, einfach zu umgehen. Ich sammle Schnee, um das Feuer zu löschen. Ich trete, ja, hier werden wir uns wahrscheinlich wieder versetzen. Ja, minimal. Aber wir haben dafür noch ein Item gewonnen. Also mit Energie können wir uns hier bald beschmeißen. Aber ist alles gut. Alles können wir in die nächste Stage mit reinnehmen. Ist gar nicht mal verkehrt. Aber ich denke mal, da die Nacht bald anbricht, ich werde mich jetzt mal schlafen legen. Ich hoffe, dass es jetzt von, ja, okay, passt. Genau, wir legen uns jetzt genau so lang schlafen in unserem Zelt, bis es wieder Tag ist, weil ich muss hier mal ein bisschen die Route überblicken. Das gelingt mir in der Nacht dann doch nicht so gut. So, jetzt seht ihr auch schon, dass wir wieder weitaus mehr sehen. Ja, da sieht man auch, okay, wir sind wirklich im Gebirge, ne? Ja, die Kamera ist halt noch ein bisschen schwerfällig, ne? Was die Winkel angeht und die Sichtweite. Ja, aber wir kommen den Gipfel näher, ne? Also das sollten wir bis zur dritten Folge geschafft haben. So, okay, wo können wir denn weiter hochmarschieren? Hier kommen wir nämlich gar nicht weiter, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall einen Umweg nehmen. Ja, hier gibt es schon eine Gefahrensituation, dann gehen wir hier lang. Und nehmen wirklich wieder den sicheren Weg zurück. Und müssen wir irgendwie zusehen, dass wir hier rüberkommen. So, kriegen wir das alles in einem Zug hin? Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Dann verringern wir jetzt auch einfach die Kosten für den weiten Weg hier an der Stelle. Beziehungsweise die Zeit, ne? Ist ja doch ein weiter Weg, also machen wir das jetzt einfach mal so. Laufen darüber. Zeitraffer ist weiterhin hier aktiviert. Das sieht ganz schön aus, ne? Hier oben.
Kann man sich mal fühlen wie so ein kleiner Bergsteiger. Ich finde auch, dass diese Hexerpunkte, ja, die einfach unabdingbar sind für dieses Spielprinzip, um einfach die Karte so ein bisschen zu managen von den Bewegungsmöglichkeiten her, finde ich aber, dass sie diese Punkte ganz gut in die Map integriert haben, ja. Also es könnte krasser sein, dass es irgendwie so richtig bescheiden aussieht, aber hier finde ich das noch ganz gut gelungen. Ja, und hier kommt man nämlich zur nächsten Passage hoch. Aber warte mal, wir können das, glaube ich, mal kurz abbrechen. Lauf mal nicht weiter. Löscht den mal. Wir müssen mal gucken, dass wir hier irgendwie hochkommen direkt. Da haben wir noch einen Zwischenpunkt, den könnte man noch für eine Rast nutzen. Machen wir auch. Dann gehen wir zu dem Punkt und zu dem Punkt. Ich mache bloß die Musik wieder ein bisschen leiser. Mir ist nämlich aufgefallen, in der ersten Aufnahme war sie ein bisschen zu leise. Ihr sollt ja auch ein bisschen was von dieser atmosphärischen Musik auch mitbekommen, damit ihr euch einen guten Eindruck über das Spiel machen könnt oder schaffen könnt. Du betrittst eine Höhle. Okay, schauen wir wieder. Okay, können wir uns halt schlafen legen. Energie aufladen, machen wir auch kurz. Weil was wir haben, haben wir. Wie gesagt, also man sollte nie zu leichtfertig agieren. Wie gesagt, es ist auch echt Survival-mäßig, das Game, ne? Also von daher nicht einfach leichtfertig hier losrennen. So, und dann gehen wir hier hin und dann gehen wir da hin. Ich glaube, der ist auf dem Vektor. Ne, auf dem. Okay. So, dann marschieren wir los, mein Freund. Ja, hier haben wir auch keine Gefahrenstellen, die wir irgendwie überqueren müssen. Ja, und ihr merkt halt auch, es macht schon Sinn, immer diese Punkte mitzunehmen. Also stupide einfach nach oben zu klettern, ist hier Tatsache nicht. Kann man ausprobieren, ich weiß nicht, ob es glücken würde. Habe ich halt noch nie so versucht, ne? Ach, wir haben wieder mal... Also damit können wir uns heute zuschmeißen. Vielleicht ist das auch gerade wieder ein bisschen backig, was die Items angeht, ne? Also in vielerlei Hinsicht soll ja hier für noch mehr Abwechslung gesorgt werden. So, und dann sind wir auch hier. Ja, jetzt können wir uns wieder entscheiden, ne? Ein steingeschlagener Stufen führen dich zu einer Art Podest, eine religiöse Stätte, ein Schrein vielleicht sogar, ne? Obwohl du nicht sehr spirituell bist, spürst du eine besondere Aura an diesem Ort. Wahrscheinlich bildest du dir sie nur ein, trotzdem bittest du um Gesundheit oder Energie. Wir bitten um Gesundheit. Und haben diese auch bekommen. Das läuft noch, ich will es ja nicht beschreiben, aber noch läuft es echt ganz gut. Komm, wir entschärfen die Pfanne. Ah, kriegen wir nochmal Handschuhe. Aber ich würde eigentlich gerne bei den Kletterhandschuhen bleiben. Wir lassen die mal hier drin. Ah, die Kletterhandschuhe sind halt ganz gut. Zum Klettern. Ne, hier kann man machen, wenn man okay so ein bisschen Probleme hat mit der Körpertemperatur, aber die haben wir ja aktuell noch gar nicht. Also lasse ich das erstmal. So, jetzt bin ich am Überlegen, ob wir hier unten wieder den Punkt zum Rasten nutzen. Machen wir auch. Können wir wieder ein bisschen Körpertemperatur und Energie tanken. Und uns quasi ein wenig aufwärmen. Ist, glaube ich, die bessere Formulierung hierfür. So, ich verstecke mich auch hinter dem Stein. Das machen wir mal. Eine Ziege versteckt sich halt hinterm Stein. Und da hieß es... Ah, seht ihr, war auch die richtige Entscheidung. Wenige Meter vor dir läuft eine große Raubkatze. Sie bemerkt weder dich noch die Ziege. Ah, eine schlechte Raubkatze, du. So, können wir den wieder erkunden? Nee. Manchmal gab es auch andere Möglichkeiten. Ja, da stand dann, okay, irgendein Geruch folgen oder so. Dann hat man da halt was gefunden. Das ist jetzt hier irgendwie bei unseren Höhlen-Events gar nicht gegeben aktuell. Aber auch hier wird es für mehr... wird für mehr Abwechslung gesorgt. Da könnt ihr euch sicher sein. Ja, wie gesagt, es ist hier die reine Testversion. Die finale Version erscheint auch wirklich erst zum Release. Ne? Und von daher noch ein wenig gnädig sein mit der einen oder anderen Spielmechanik. Aber ich denke mal, da sind wir heutzutage als Early Access-Spieler, glaube ich, ganz gut dran gewöhnt. Ne? So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwie... Na, das muss ich besser überblicken. Wir gehen erstmal hier hin. Dann will ich mal sehen, ob wir da rankommen oder ob ich diese Gletscher hier auslassen kann. Weil Gletscher sind natürlich immer so eine riskante Sache. Aber eigentlich kannst du auch da hoch. Gehen wir jetzt mal hier hin. Ich würde da hinten gerne noch das Inventar-Event mitnehmen.
Das mit denen, dass erst wirklich die sauerstoffarme Zone auf 6000 Meter kommt, ist hier wirklich gerade ein riesen maximaler, enormer Vorteil. Also Wahnsinn. Ach, jetzt kommen wir zu dem Event echt schlecht hin, wa? Was ist denn, wenn wir bis hierhin wollen? Ja gut, ich könnte jetzt wieder das Ignorieren anmachen. Machen wir auch. Und gehen hier hin. Dann kann ihm eigentlich nichts passieren hier auf dem Gletscher. Ist wirklich eine super Sonderfähigkeit. Hatte ich so noch nicht. Vorsichtige Schritte als aktive Fähigkeit, ne? Ah, wir haben wieder ein Steinadler gefunden. Jetzt können wir uns entscheiden, geistige Gesundheit oder Wärme. Ich würde jetzt einfach mal Wärme sagen. Für die geistige Gesundheit haben wir auch eine Blüten oder genug Blüten dabei. Wie ist denn dann, wenn wir da hin wollen? Geh erstmal hier hin und dann vielleicht so ein bisschen umklettern. Den geht auch nicht. Ja, wir gehen erstmal hier hin. Ich schaue mir die Lage da vor Ort an. Und gucke, ob wir diese eine Gefahrenstelle hier vielleicht umklettern können. Ja, was haltet ihr denn vom Spiel? Haut es mir mal in die Kommentare. Wäre das was für euch? Sagt da, oh nee, ist mir viel zu langweilig oder so. Also ich finde es schon ganz kultig. Gerade wenn man so seine ersten ein, zwei Spielläufe gemacht hat und einfach wirklich merkt, hey, ich kann hier wirklich mit ein bisschen Knobeln, ein bisschen Strategie auch wirklich deutlich mehr erreichen. Du steigst auf einen windschiefen Hochsitz, den Jäger errichtet haben, um das Gelände zu überblicken und sich vor der Witterung zu schützen. Weiche Felle laden dich ein, eine Pause einzulegen. An einem Haken unter der Decke hängt ein ausgenommenes Reh. Sein Fleisch ist frisch und saftig. Da läuft dir das Wasser im Mund zusammen. Komm, wir essen einfach mal richtig dreist vom Fleisch hier. Ah, guck mal, war auch eine super Idee. Ein bisschen Zeit hat es uns halt gekostet, ne? Aber hier, die Statuspunkte sind ordentlich aufgefüllt worden. Also heute läuft es wirklich gut, muss ich sagen. Also so gut läuft es nicht immer. Ich suche jetzt bloß mal die andere Seite nochmal auf Events ab. Wenn er mal ein bisschen rauszoomen würde. Kommen wir denn von da oben dann noch nach da? Was haben wir dann für ein Event? Eine Hürte. Das ist 100% eine Hürte oder eine alte Frau. Warte mal, vielleicht kommen wir aber auch von hier. Ja, ist egal, sind alles Gefahrenstellen. Egal wie wir gehen, das sind alles Gefahrenstellen. Dann kann ich auch die eine. Aber auf der befinden wir uns länger. Ich weiß nicht, ob das eine Auswirkung hat. Na komm, ich bin Feigling. Gehen wir hier lang. Na, was wird uns da wohl erwarten? Du stehst vor einem Strauch. Okay, ist voller Spinnenweben. Okay, Spinnen mit Bodenloch. Sollte man da reinfassen oder nicht? Ich würde sagen, der gesunde Geistesverstand würde sagen, nee, aber das machen wir mal. Vielleicht finden wir ein schönes. Eine Sauerstoffflasche. Nice. Die ist richtig gut. Ey, top, dass wir die gefunden haben. Das war wirklich jetzt mal so ein bisschen Glück. Durchatmenvermögen. Schwächt den Effekt von stürmischem Wetter. Ach, Durchhaltevermögen. Alpiner Stil. Verringert Zeitkosten auf allen Terrains. Erhalte etwas Energie bei jedem Eventfeld. Energiefilz, nicht verringerte Zeitkosten auf allen Terrains. Sind wir halt schneller. Durch schmächtigen Effekt von stürmischem Wetter. Na ja, komm, wir nehmen das hier. So, hier haben wir auch wieder zwei Gefahrenstellen. Mal gucken, ob wir die irgendwie umgehen können. Ja, können wir. Aber die Gefahrenstelle können wir nicht umgehen, wenn ich das richtig sehe. Nee. Ich würde nämlich schon gerne mal darüber. Ja, wenn wir Glück haben, passiert nichts. Aber wir müssen auch diese nochmal überqueren, um dann hier weiter hochzulaufen. Tja, no risk, no fun, ne? Also erkunden wir mal die Stelle. Oh, so ist wieder Nachtmodus. Ja, man hört ja auch am Terrain, dass er durch Schnee läuft. Jetzt ist der Sound wieder so mega leise. Ich ziehe mal wieder hoch. Aber nach dem Ausschlag des Desktops hört ihr da jetzt nicht viel. Oh nein. Ein Bug. Oh, ey, jetzt, wenn es gut läuft. Mist. Lag es jetzt hier irgendwie, dass ich hier am. Oh, damned. Jetzt gerade, wo es so gut gelaufen ist, haben wir in Tatsache einen Bug drin. Wisst ihr, wie ärgerlich das ist? Jetzt kann ich nämlich diese Folge neu anfangen, beziehungsweise diese ganze
ganze Etappe neu. Klar, es ist eine Vorabversion, ja, damit müssen wir einfach rechnen. Aber das ist so richtig ärgerlich. Na, fängt sich das Spiel hier nur irgendwie... Mal gucken, ich versuch's einfach mal, indem ich irgendwie hier in die Einstellung einfach mal irgendwie reingehe. Mal gucken, ich versuch's mal. Ich wette, mein Speicherstand... Oh, jetzt ist wieder so überlaut. So, wir versuchen es einfach mal mit weiter. Ich hoffe, dass der Speicherstand halbwegs tauglich jetzt ist. Oh, Glück gehabt. Ja, guck mal, erst wäre ja wirklich davor stehen geblieben. Ich hatte jetzt wirklich Angst, dass wir diese ganze Etappe, die ja so wunderbar und grandios lief, nochmal alles neu machen müssen. Mal gucken, ob er hier wieder festhängt. Ne, jetzt packt das. Gut, dass das funktioniert hat. Dann kann ich den kleinen Bug nämlich auch verkraften. Das hat Ragequit-Potenzial, so ohne Stellen. Ah, wieder eine alte Dame. Wir nehmen die Wärme mit. So, jetzt ziehe ich den Sound auch wieder ein bisschen hoch. So. Machen wir bei mir direkt mal ein bisschen leiser. So. Ja, jetzt würde ich aber gerne da oben dieses Event noch mitnehmen. Aber ich glaube vielleicht, wenn wir ganz, ganz viel Glück haben. Warte mal, ich guck mal, ich check das mal ab. Wenn wir da hochgehen, kommen wir da von oben ran? Nee, dann müsste Tatsache da wieder runter. Haufenweise Energie. Okay, wir nehmen mal die Tour weg. Wir versuchen mal gleich von hier. Das ist eine gefährliche Passage, ne? Aber diese Events sind auch echt gut. Wenn wir mal bis hier gehen. Hier und hier. Können wir den Gefahrenpunkt schon mal hinter uns lassen. Da sind auch zwei Gefahrenpunkte. So, das wäre ein Gefahrenpunkt. Hm, was machen wir? Also was, ich gehe nach oben und taste mich dann doch von da ran. So, hier haben wir aber auch drei Gefahrenpunkte. Ach, das ist nicht einfach. Ich muss eine Rast machen. Leidet jetzt die Körpertemperatur drunter? Lange schlafen werden wir. 10 Stunden Zeit. Dann haben wir noch 3 Stunden, die wir noch überbrücken müssen, bis unsere Fähigkeit wieder funktioniert. Von den Stats her können wir uns aber den Luxus jetzt hier einmal erlauben. So, und klettern einfach mal ein bisschen dumm hin und her hier. Bis wir die 3 Stunden hier runtergedüselt haben. Bei mir ist es echt so riskant hier, ne? 3 Gefahrenstellen hintereinander, das geht auf jeden Fall in die Hose. Also so viel Glück kann man gar nicht haben. Also müssen wir jetzt halt einfach mal kurz ein bisschen Zeit schinden. Ja, aber Strategie ist Strategie. Und wenn diese Strategie dann sagt, ey, es ist besser, um für die nächste Mission irgendwelche Schäden zu vermeiden, dann investiere ich einfach hier mal kurz ein bisschen Zeit und düdel einfach hin und her. Das ist jetzt nun wirklich dann zu verschmerzen und Pillepalle. Und wir müssen das ja auch nicht unter irgendeinem Zeitdruck schaffen, sondern mit den bestmöglichen Stats oben landen, damit wir auf den Gipfel kommen und halt auch wieder runterkommen. Ja, der Ausstiegspunkt ist jetzt nicht ganz unten, wo wir angefangen haben. Also da muss sich jetzt keiner die Sorgen machen, dass er jetzt wieder da runterdümpeln muss und das Ganze von vorne. Der ist deutlich schneller zu erreichen. Aber muss man halt auch ein bisschen aufpassen, ne? So, jetzt sind wir schon bei einer Stunde. Gleich ist er, funktioniert er wieder. Bereit in 1:13. Bisschen Krafttraining hier für den Gutsten. Oder für die Gute. Ist ja eine Dame, die hier klettert. 43 Minuten nur. Da sind noch zweimal hoch und runter und dann haben wir es auch geschafft. Aber das ist wirklich jetzt gerade ein strategisch wichtiger Punkt, den sollte man dann halt auch machen, ne? Kann aber jeder spielen, wie er möchte. Weil so ein, wie gesagt, ich habe euch das schon in der ersten Folge erklärt, so ein verstauchter Knöchel, der heilt zwar über die Etappe, aber wird euch definitiv immer einen Buff bringen, wenn ihr in den nächsten Etappen seid, auf dem nächsten Berg zum Beispiel. Ja, es gibt 3 Berge, die zu bewältigen sind. Und wenn man da dann halt diesen Knöchel gebrochen hat, dann ist das wirklich blöd. Ja, weil dieser Buff, der zieht sich halt mit durch. Ne? So, und jetzt können wir die Gefahrenstellen einfach ignorieren. Habe jetzt die Sonderfunktion hier einmal reingehauen. Ja, wir können jetzt nochmal ganz kurz stoppen. Auf dem nächsten Punkt einmal kurz soll er mal anhalten, weil ich würde gerne noch die Energiekosten nochmal etwas reduzieren. So. Der Vorteil hält jetzt noch 2 Stunden 33.
Ja, bis wir da oben sind, würde ich sagen, sind die 2 Stunden rum. Ne, 1:33. Gucken wir mal. Ich glaube, das wird dann wirklich pro Feld dann berechnet. Ja, wir kommen dem Ziel näher. Wir sind auch schon bei 5600 Metern. Das heißt, wir sind kurz vor der Todeszone. Ab diesem Zeitpunkt verbrauchen wir aktiv mehr Sauerstoff. Und das ist natürlich dann auch nochmal einzukalkulieren, dass man dann seine Wege etwas kürzer hält. Hier kann man sich ja noch, sage ich mal, ein bisschen ausspinnen. Ja, guck mal, hier haben wir doch einen schönen Weg hoch. Okay, 2 Gefahrenstellen, aber da warte ich jetzt auf jeden Fall nicht, bis das wieder aufgeladen ist. Sondern das machen wir so. Ich hoffe, dass ich die Entscheidung nicht bereuen werde fürs weitere Gameplay, beziehungsweise Let's Play hier. Oder Test kann man ja schon fast sagen. Ja, da drüben das Event, das ignorieren wir jetzt auch, weil da müssten wir komplett zurückklettern. Okay, alles gut gegangen. Ja, das nutzen wir ganz kurz, um uns hier mal wieder auszuruhen. Kommen aber wieder in die Nacht zurück. Also sehen dadurch natürlich auch automatisch wieder weniger. Aber es hält sich in Grenzen. So, ich hoffe, wir können diesen Spot hier einmal... Ah, verdammt! Da, seht ihr? So ist das. Aber gut, wir haben in Anführungszeichen nur Gesundheitspunkte verloren. Davon mache ich auch kurz mal einen Screenshot für meinen Testbericht. Also auch noch etwas Glück gehabt. Klettern wir mal weiter. So, hier könnten wir das Feuer wieder austreten. Machen wir einfach mal. Gibt wieder eine Dose Futter. Die müssen sich auch irgendwann mal verbrauchen. Also was, wir verbrauchen die jetzt mal. Das war jetzt zum Auffüllen der Geisteskraft hier einfach. Ich habe jetzt richtig Bammel, wenn ich jetzt hier wieder runterkletter, Alter. Wir müssen uns jetzt die Zeit... wenn ich nochmal ein Negativ-Event habe, das war wirklich gerade Glück, dass wir nur, in Anführungszeichen, nur Lebensenergie verloren haben. Und keinen bleibenden Schaden. Ich kann aber jetzt hier nicht 3 Stunden warten, ey. Kletter mal, komm, wir riskieren's. Wenn auf dem Feld jetzt wieder ein Negativ-Event ausgelöst wird, dann war es halt richtig Pech, ne? Na, und? Ach, Glück gehabt. Da achtet man so echt so ein bisschen drauf, ey. Hoffentlich passiert hier nichts. Natürlich auch die Spannung, ja, die es alles so ein bisschen mitbringt. So, hoffentlich können... Na, ach, Glück gehabt. Okay, dann wird uns jetzt unser Weg weiter nach oben führen. Den Umweg nach drüben, wie gesagt, mache ich nicht. Ich kann mir ganz kurz mal anschauen. Aber das seht ihr schon, das ist totaler Bullshit. Man könnte jetzt wahrscheinlich auch eine feinere Route noch einstellen. Gucken von da. Nee, da muss er auch. Also ja, in jedem Fall müsste man einen riesen Umweg machen. Das eine Event, das ignorieren wir definitiv. Gehen wir erstmal zurück. 5792 Meter, wir sind kurz vor einer Grenze. Dann werde ich auch gleich mal, wenn wir hier diesen Punkt erreicht haben, auf die Sauerstoffmaske wechseln, schon mal vorsorglich. Ja gut, das können wir eigentlich auch machen, wenn wir oben sind, aber wir sind hier auch definitiv gleich oben, also das dauert nicht mehr lang. So, hier sind alles Gefahrenstellen. Wie sieht's hier aus? Kommen wir irgendwie anders ran an diese Angelegenheit? Das sind alles Gefahrenstellen. Hier haben wir keine Gefahrenstelle, da haben wir aber 2 Gefahrenstellen, hier haben wir auch 2 Gefahrenstellen. So, dann spielen wir mal den Weg hier nochmal durch. Hier hoch, hier hoch, hier hoch, dahin. Ich habe nur noch einmal mein Zelt am Start. Jetzt ist die Frage, verbrauchen wir Zeit und frieren uns hier den Hintern ab? Was ist denn, wenn ich hier 30% Körpertemperatur... Ja, ich muss jetzt darauf irgendwie ein wenig pochen, dass wir ein Zelt finden. Oder genug Punkte, wo wir rasten können. Sonst sieht das nämlich mit der Wärme ganz, ganz schlecht aus für uns. So, hier aktivieren wir jetzt erstmal den nächsten Move, dass wir hier ordentlich klettern können. So, das aktivieren wir auch. Und das aktivieren wir auch. So, jetzt haben wir einfach mal alle Moves aktiviert hier. Damit unsere Stats jetzt so wenig wie möglich leiden. Wir haben auch kein Zelt mehr dabei. Und die sollte man jetzt so gut wie möglich nutzen, solange man wirklich kein Zelt mehr in der Tasche hat. Das Zelt ist quasi einfach verbraucht. Warum auch immer.
So, und schauen wir uns mal das nächste Event an. Felswand, Steinbrocken, Hohlraum, okay. Ah, hier verbrauchen wir viel. Aber viel Energie können wir ruhig verbrauchen, weil wir haben genug Dosen. Ich spreche schon davon. Also ganz ehrlich, ich verbrauche jetzt auch mal eine. So, und ihr seht, schwupps, unsere Energie ist voll. 33 Punkte wurden aufgefüllt. So, wir sind bei 5088. Hält die noch ein wenig? Ja, die hält noch 2 Stunden. Weil wir dann nämlich da weiter müssen. Oh, das ist schon wieder so eine blöde Stelle. Was ist denn, wenn wir von hier nach da... Ach du Schande. Ja, entscheide ich mich jetzt zum Sherpa zu gehen. Nee, komm, ich mach den Aufstieg. Dafür reicht nämlich noch die Zeit aus hier von unserer Fähigkeit, dass wir hier diese Gefahrenstellen einfach überwinden können. Und das ist dann, glaube ich, doch sinnvoller. Weil ich glaube, hier ist schon wieder eine. So. Wir lassen es langsam angehen. Hier hat er gerade, das entscheidet so ein bisschen über den Sauerstoffverbrauch von unserem Helden. So, das heißt, ab der Stelle setzen wir auch die Sauerstoffmaske auf. Die Sauerstoffmaske funktioniert auch ohne Sauerstoffflasche, ja. Also nur mal so viel dazu, ja. Schlafen legen will ich mich eigentlich nicht, weil sonst meine Sonderfunktion wieder aufhört. Also gehen wir direkt hier hoch, weil die hält nämlich noch. Und aufladen müssen wir jetzt auch nicht so weit. So, mal gucken, wen wir hier treffen. Auf einer Ecke hörst du ein leises Fiepsen. Ach, das ist wieder der Hase. Ich will aber nicht meine ganzen Kräuter für den Hasen raushauen. Tut mir leid, Hase. Muss ich töten. Keine Auswirkung. Doch, ein bisschen. Ich habe ihn von seinem Leid erlöst. Ich Unmensch. So, dann suchen wir uns jetzt mal den safesten Weg, um mal hierhin zu kommen. Da können wir nämlich nochmal eine Rast machen. Vielleicht müssen wir die auch noch nicht machen, dass ich erstmal den Punkt mitnehme. So, machen wir auch mal wieder einen Zeitraffer an, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Ja, und dann würde ich auch Tatsache sagen, in Folge Nummer 3 haben wir dann den ersten Berg zusammen erklimmt. Mal hier ein paar Screenshots. Ja, ich vermisse so ein bisschen den Kameramodus. Vielleicht gibt es einen, aber der wäre in dem Spiel ja auch hervorragend geeignet, ne? Ja, seht da, guck mal, hier gibt es zum Beispiel ein Gehöhlen-Event, wo man einfach dem Geruch folgt. So, haben wir gemacht, okay, haben wir ein paar IP bekommen. Ja, weil er nichts weiter gefunden hat. Du betrittst eine Höhle und siehst trocken und geschützt. So, okay. Hier werden wir kurz schlafen. Das reicht doch vollkommen aus. Wandern aber dadurch halt wieder in den Nachtzyklus mit rein. So. Schauen uns dann hier unten. Kommen wir da ohne Probleme hin? Kommen wir. Ja, aber nachts klettern ist halt wirklich, ne? Ihr seht nichts. Ja, das ist wirklich die Zeitplanung einfach total Schande. Okay, hier könnte man, hier haben wir nochmal die Möglichkeit, das Camp wirklich ordentlich zu durchsuchen. Und das mache ich jetzt auch. Ja, wir haben noch... Ah, guck mal, da habe ich nämlich ein Zelt gefunden. Ja, gut, dass wir das jetzt gemacht haben. So sind wir wieder ein bisschen unabhängiger. Müssen nicht unbedingt irgendeine Höhle finden, dass wir dort campieren können. Schaut mal, hier haben wir jetzt auch keinen Gefahrenpunkt mehr. Ich gehe auch nochmal hier rüber. Energiekosten halten sich dafür in Grenzen. Ja, ihr seht aber, der Sauerstoff, der sinkt und sinkt und sinkt. Gut, dass wir eine Sauerstoffflasche haben. Somit können wir wahrscheinlich auch noch dieses Nebenziel machen, aber das mache ich. Ich gehe erst auf dem Berg direkt hoch. Und wir werden auch hier diesen Weg wählen dafür. Ah, wieder, okay, ein ganzes Camp. Durchsuchen wir mal direkt. Und nochmal Kletterhandschuhe gefunden, brauchen wir aber nicht. Die haben wir schon, also werden die weggeschmissen. Brauchen wir nicht mehr. Die haben auch keine Haltbarkeit oder so, also die hast du dann auch wirklich immer, ne? Bis du sie halt abschmeißt, sage ich mal. So, dann können wir uns auch noch den Sherpa nochmal antun. Na gut, unsere Stats sind auch gleich wieder alle voll aufgeladen. Aber bei den Klettereien werde ich die auch gleich wieder direkt aktivieren. Wir müssen auch gleich mal eine... Oh, was haben wir denn hier? Du hörst ein... Das ist neu, kenne ich noch nicht. Du hörst einen Schrei, der dir durch Mark und Bein geht. Abrupt bleibst du stehen, dann hörst du ein Fauchen. Vorsichtig pirschst du dich heran. Hinter dem Felsen erblickst du einen Jäger, der nur mit einem Messer bewaffnet gegen einen Puma kämpft. Sein Gesicht ist blutverschmiert. Gar nicht weit von dir liegt das Gepäck des Jägers. Du könntest es erreichen, ohne gesehen zu werden.
Was machen wir denn? Komm, ich helfe dem Jäger. Ich bin ja eine coole Socke. Was? Es gab gar nichts? Doch, ein Zelt. Was soll ich denn jetzt mit dem Zelt? Ach komm, ich muss sowieso Energie auffüllen und geistige Gesundheit auch. Dann haben wir, wenn wir ein bisschen umsortieren, noch Platz für das Zelt. So. Bestätigen. Man weiß nie, was man noch alles braucht später. Sage ich euch so, wie es ist. So, eine Rast versuche ich jetzt nicht zu machen. Die kostet uns nur Sauerstoff. So, dann gehen wir erstmal hier hoch. Und versuchen dann direkt zum Gipfel vorzustoßen. Wir befinden uns jetzt auf einer Höhe von 6432 Meter. Sieht da hier unten links immer, ne? In einem verlassenen Camp liegt eine Thermosflasche mit Tee. Ich schaue mich jetzt bloß mal kurz um. Ich will nicht... Ach, jetzt haben wir die Thermostasse, ey. Die ist schon geil. Komm, ich schmeiß die Fellhandschuhe. Wir haben ja Handschuhe. Ja, ist okay. Und die Thermostasse nehmen wir mit. Jo, bestätigen. Ich will nur die Thermoskanne haben. Ja, ist in Ordnung. So, gehen wir mal hier hoch. Die Runde läuft wirklich sehr gut. Ja, ich sag's schon seit der ersten Folge, ne, aber die Runde läuft wirklich super. So, wir füllen geistige Gesundheit mit auf. Ich aktiviere jetzt nochmal unsere... Ja, wie sieht's denn aus, wenn wir hier hoch wollen? Eine Gefahrenstelle, die können wir aber wahrscheinlich umgehen. Ne, können wir nicht. So, wir nehmen jetzt den fast direkten Weg, wollte ich schon sagen. Wir nehmen jetzt den Weg hier rüber. Und dann da hoch. Oder warte mal. Wir klettern erstmal hier. Komm, gib ihm mal ihn und ihn. Hier können wir trotzdem wieder alle Stats aktivieren. Schaden wird es uns nicht. Ja, aber den Gipfel machen wir definitiv erst in der nächsten Folge. Ich würde auch sagen, die Entscheidung, was wir hier erleben werden, ja, auf dem Boden liegt ja hier ein toter Bergsteiger. Ich lese mal soweit vor. Es sieht so aus, als würden sie noch nicht lange dort liegen. Du erkennst das Symbol auf ihrer Kleidung. Es ist dasselbe wie das am Zelt, das du geplündert hast. Also haben wir auch keinem was weggenommen. Ne? Ja, wir können jetzt hier weiterziehen. Das ist gut, das können wir jetzt noch bestätigen. Ne? Und dann würde ich sagen, ja, Folge Nummer 3 wird dann hier die finale Folge sein. Also für den ersten Berg auf jeden Fall. Ne? Ja, solltet ihr euch vielleicht alle 3 Folgen auch ansehen. Ja, wie gesagt, kannst du mir gerne einen Kommentar hinterlassen, was du vom Spiel hältst. Ne? Wir können ja auch mal ein bisschen nochmal die Aussicht genießen. Ja, da seht ihr schon, da gibt es auch nochmal deutlich höhere Berge im Hintergrund und ich denke mal auch, dass die nächsten Berge deutlich schwerer werden. Ich möchte auch meinen, dass ich in der nächsten Folge gleich auch mit euch auf den neuen Berg gehen werde. Ja, aber das schauen wir uns an. Wir schauen uns auch in der nächsten Folge an, was wir für ein Level abkriegen. Ja, ich würde sagen, bleibt gespannt. Dann werden wir weiter zusammen diesen Berg erklimmen und hier ja uns hochkämpfen zum Gipfel und wieder runter zum Ausstiegspunkt, ja, der ja da hinten irgendwo, glaube ich, dann ist. Und freue mich auf dich bei der nächsten Folge. Ja, sei dabei, bleib gesund, viel Spaß, bis dann, ciao.